das Bild, das immer noch umgeistert von Alterszentren, dass das endlich einmal aus den Köpfen verschwindet. Ich habe ein Büsi, darf ich es mitnehmen? Ohne Büsi gar nicht. Ich will nicht, dass jemand anderes für mich schaut, wo ich dann hin muss in der Not. Ich kann einen Tag auf eine Wanderung gehen, wenn ich mag. Ich kann in die Ferien gehen, ich kann Besuch haben. Ab dem Moment, wo sie sich angemeldet haben, wie sie sich entschieden haben, kümmern wir uns auch um sie. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich einen Physiotherapeut suchen. Und dann steht er auf einmal vor der Tür. Ich kann ihnen morgen einen Platz geben. Dann bin ich halt selber etwas, ein Brötchen holen, oder? Natürlich haben wir schöne Prospekte, aber das ist nicht das Gleiche. Also wenn man gerade schaut, es hat überall so engagierte Bewohnerinnen und Bewohner, wie wir hier auf dem Podium haben, die noch so gerne Auskunft geben. Es ist einfach in dem Haus eine Atmosphäre, die ist einfach schön.